Willkommen zum Leaders Talk, heute mit der lieben Karina Goralschuk, der ja, Mental-Coaching, möchte ich mal sagen, für hochsensible Menschen. Die habe ich heute eingeladen und werde ich auch gleich mit dazu holen, sobald sie online ist, und dann kann es losgehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende hattet bisher und dass ihr den heutigen Tag auch gut gestartet seid und ja, hochmotiviert natürlich in die kommende Woche geht oder gehen werdet. So, dann haben Hallo! Da haben wir es. Super, na? Ich musste nach fünf Versuchen. Eine Sekunde muss ich jetzt gerade hier nochmal richten. Ich bin es nämlich gewohnt im Hochformat. Jetzt ist das aber hier komplett im Querformat. Oh, ich hab eine Rückkopplung. Ja, ich habe hier gerade eine extreme Rückkopplung. Ich höre mich jetzt gerade zum zweiten Mal. Auf Facebook? Oder ein anderes Mikro? Ich habe jetzt halt hier über meine normalen Kopfhörer. Dann ist. Moment, ich mache mal einfach die Kopfhörer mal raus. Vielleicht ist das dann, geht das besser. Jetzt höre ich dich aber gar nicht. Es ist ja echt. Es ist ja wie verflucht. Ich habe die AirPods dran, ich nehme die mal raus. Mal gucken, ob es dann geht. Hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt höre ich dich, tatsächlich. Ah, super. Okay, dann lege ich direkt. Ja, herrlich. Jetzt klappt es mal. Ja. Oh, es tut mir so leid für alle, die gerade zuschauen, dass es alles so ein Heckmeck und Durcheinander ist. Ja, alles gut. Kann passieren. Manchmal liegt es aber auch daran, dass Facebook ein Update gemacht hat. So, dann gibt es eben halt manchmal technische Probleme. Das hat man gehabt. Da hatte auch ein Bundesliga-Trainer hatte so derbe Rückkopplung. Oder nee, ich hatte Rückkopplung und wusste nicht, wo es herkommt. Und ja, bis heute auch nicht geklärt. Also ja. Kann man recherchieren, wie man möchte. Ich glaube, da muss man direkt auf Facebook mal anfragen. Genau, aber wir haben es ja geschafft. Ja, ist ja auch sehr witzig, weil ich kriege deinen Ton nämlich anders mit, deine Lippen sprechen anders als dein Ton. Deswegen, es scheint irgendwie tatsächlich nicht ganz 100% gut zu laufen hier. Ich stelle das nochmal kurz hier, versuche das, dass es nicht wieder abstürzt. Okay. Ihr seid nämlich alle jetzt gerade fest an meinem Fenster. Sehr gut. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt ganz kurz über dich gesprochen. Du bist ja Coach für hochsensible Menschen. Und das finde ich sehr interessant, weil viele das, glaube ich, verwechseln mit Empfindlichkeiten, dass Menschen empfindlich sind wegen etwas. Magst du ein paar Worte über dich mal drüber verlieren und einfach, was es bedeutet? Ja. Mein Name ist Karina Goralschuk und ich bin jetzt Mitte 30 und seit ungefähr 10 Jahren im Bereich Hochsensibilität tätig. Immer mal wieder mit kleinen Pausen, aber grundsätzlich seit ich ungefähr 25 bin, habe ich das Thema Hochsensibilität versucht, anderen Menschen näher zu bringen. Ich habe selber Anfang Mitte 20, also so mit 23, herausgefunden, dass ich selber hochsensibel bin. Wie genau, weiß ich gar nicht mehr. Ich werde das ganz oft gefragt. Irgendjemand hat diesen Begriff einfach fallen lassen und bei mir gingen sofort die Alarmglocken an und ich wusste, da ist was. Das ist irgendwas, resoniert da mit mir. Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu suchen. Und so viel gab es leider auf dem deutschen Markt noch gar nicht. Also es gab Elaine and Erin, das ist die Pionierin auf diesem Gebiet. Und sie hat wahnsinnig gute Bücher, sehr empathische Bücher darüber geschrieben. Und noch ein, zwei weitere Schriftsteller, Autoren, die zu diesem Thema was geschrieben haben. Und ich habe diese Bücher durchgesuchtet und hatte zuerst das Gefühl von, oh mein Gott, endlich versteht mich jemand. Irgendjemand schreibt gerade hier ein Buch über mich. Was ist das? Und dann der zweite Moment war dann so,
Ja, toll. Schön. Und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Klar gibt es viele Sachen, die da angeregt werden, was man machen könnte, was besser funktioniert im Alltag eines Hochsensiblen. Aber das Problem war, das anzuwenden war so schwierig, dass ich in ein richtig tiefes Loch fiel. Denn so ungefähr alle in meiner Umgebung waren nicht hochsensibel. Und es kam halt eben ganz oft dieser Satz, ja, sei doch nicht so sensibel, sei doch nicht so empfindlich, ach, jetzt nimm das Ja. doch alles nicht so ernst, ach, jetzt nimm das doch alles nicht so immer dir zu Herzen. Das kann doch nicht sein, dass du mal wieder nirgendwo mit willst oder dass du nach 2 Stunden schlechte Laune kriegst, weil du irgend, weiß ich nicht, mal wieder deine Marotten hast. Und ja, das war nicht einfach. Und Hochsensibilität an sich ist meiner Meinung nach eine Gabe, aber kurz, um das nochmal zu erklären, was es genau ist. Es ist eine, wir hochsensiblen Menschen nehmen Reize grundsätzlich mehr und intensiver wahr. Viele behaupten böserweise, uns würde irgendwie so ein Filter fehlen, das wird sich wieder schon wieder wie eine Krankheit anhören, aber ist es gar nicht. Unser Gehirn lässt natürlich mehr durch und verarbeitet auch viel mehr. Das heißt, so ein Ja. hochsensibler Mensch geht in den Raum und kriegt nicht nur die 4 Stühle, die da stehen und die 3 Menschen, die da sitzen mit, sondern er kriegt in den meisten Fällen die Empfindungen, die Beziehungen zwischen den einzelnen Menschen mit tausend Farben und Gerüche und alles, was auditiv auf allen Sinnen zu tun hat, also mit Augen, mit Ohren, mit Ja. Gerüchen, also olfaktorisch auch, also ja, und das muss das Gehirn natürlich verarbeiten. Und wenn das Gehirn mit Verarbeiten zu tun hat, dann je mehr Reize dazukommen, desto, ja, desto weniger aktiv sind wir, desto weniger wollen wir auch was unternehmen. Dann wollen wir uns eher verkriechen und ins Bettchen knuddeln und bauen uns unser Höhlendasein in unserer Wohnung oder in unserem Haus auf. Und ja, und gehen so ein bisschen diesem sozialen Aspekt aus dem Weg, weil das überanstrengend wirkt, wenn Ja. man nicht weiß, wie man damit umgeht. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch der Knackpunkt, weil die meisten halt nicht wirklich die Zeit sich dafür nehmen und sagen, das ist mir wichtig genug, dass ich mich damit auseinandersetze, weil es einfach mal Zeit kostet. Aber die meisten Menschen nehmen sich eher die Zeit dafür, ja, Party, Netflix oder Eine neue Netflix-Serie anzufangen, richtig. genau, so, und dann gehen einfach mal Tage irgendwie ins Land, anstatt sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Und es gibt natürlich eine andere Form, wo die Leute sagen, gut, alibimäßig beschäftige ich mich mit mir selber für 3 Minuten am Tag oder sowas, einmal mal kurz durchatmen und ja, was möchte ich eigentlich? Und dann war es das schon wieder. Viel mehr Menschen kommen aber auch immer mehr in die Richtung und sagen, ja, okay, ich scheine aber auch jemand Hochsensibles zu sein. Das heißt, du zeigst ja auch anderen, wie es dir quasi damit auch gezeigt wurde, als Impuls, hey. Das macht Sinn, was sie da erzählt, macht Sinn. Sie beschreibt gerade mich. Und ich glaube auch, dass du dadurch auch viele Menschen erreichen kannst, weil viele ausgelagert werden im Sinne von, hey, du bist zu empfindlich und fühlen sich dann als Fehler in der Matrix oder Ja, sowas. Ne? Ich glaube schon, richtig. dass das sehr, sehr Und das ist wichtig ja ist. das Problematische an unserer Gesellschaft, dass grundsätzlich wollen wir Menschen einfach dazugehören. Wir möchten einfach Teil der Community sein, wenn man das jetzt Denglisch mal nimmt. Also wir wollen einfach Teil der Gesellschaft sein, der Teil der Familie, des Freundeskreises. Und dann kommen dann halt Menschen, die dann einfach sagen, weil sie es nicht verstehen können. Und dann sagen die, Okay. Da fängt gerade jemand an zu bohren. Das ist super. Das ist super. Gutes Timing. Die Nachbarn. Ja. Ich hoffe, die machen jetzt nicht weiter. Vor Das allem ist an einem gut. Sonntag ist ja auch witzig, ne? Ja, eben. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt weitermachen. Doch. Nein. Oh Mann. Ja. Nee. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig so. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Das ist ja nicht nur ein Trend, das ist ja nicht irgendwie seit gestern da. Also, und umso mehr sollte man, glaube ich, einen Fokus drauf legen, dass man die Leute auch abholt, ohne diesen riesen Hype zu machen. Das habe ich jetzt, ich habe deine Website natürlich auch durchforstet und geschaut, was ist denn dahinter und
wie kommt, was ist der erste Impuls bei mir, was so ankommt. Und es ist auf jeden Fall nichts Negatives. Also das ist authentisch, es ist ruhig, es ist trotzdem, hey, du bist hier richtig, wenn du ein hochsensibler Mensch bist. Aber auf deiner Website steht noch was anderes. Hochsensible und Scanner. Scanner-Persönlichkeit, ja. Genau. Da bin ich neugierig geworden, da würde ich gerne mehr überfahren. Scanner-Persönlichkeiten sind Persönlichkeiten, das sind die Menschen, die gefühlt nie was zu Ende bringen und auch in der Gesellschaft wiederum verstoßen werden und solche Sprüche bekommen wie, jetzt konzentrier dich doch mal auf die eine Sache oder mach doch mal endlich mal was zu Ende. Das sind Scanner-Persönlichkeiten. Scanner-Persönlichkeiten haben einfach unfassbar viele Interessen. Mhm. Ja. Das heißt, die müssen auch gar nicht in einem bestimmten Feld sein. Also die können stricken, dann können die Harfe spielen und dann können die Modelleisenbahnen bauen. Und dann können die, weiß ich nicht, irgendwas mit Holz bauen oder dann schreiben die gerne Bücher oder die bauen gerne Häuser oder die pflanzen gerne irgendwas an. Die haben so ein breites Interessenfeld. Das Problem, die Herausforderung dabei ist, dass wir Scanner-Persönlichkeiten gleichzeitig auch noch sehr schnell Informationen verarbeiten. Und wenn dann noch eine hochsensible Seele mit dabei ist, ist ja natürlich eine sehr schnelle Überreizung mit drin, weil viele Informationen viel verarbeiten. Und was dazu kommt, ist, dass wir Scanner-Persönlichkeiten irgendwann mal das Interesse verlieren und das relativ schnell. Sobald die Prozesse, sobald der Ablauf dahinter verstanden wurde, ist das Interesse meistens weg. Also es gibt Scanner-Persönlichkeiten, die behalten so 1, 2, 3, 4 Hobbys bei und testen alles neu wieder aus. Und es gibt Leute, die dann halt eben gar keine Hobbys beibehalten und immer nur neue Sachen ausprobieren. Also das ist halt, da ist so eine Rastlosigkeit in einem, weil man immer zum Nächsten geht und von außen aber gesagt bekommt, konzentrier dich doch mal endlich auf die eine Sache, jetzt mach doch mal endlich mal was zu Ende. Aber für einen Scanner ist das völlig egal, ob man etwas zu Ende bringt, weil er einfach nur diesen Prozess dahinter verstehen möchte. Ich habe da ein Beispiel bei mir ist, ich weiß nicht, ob jemand von den Zuschauern das Spiel The Sims kennt, also da baut man ein Haus und Familie und Gedöns und bei mir war immer dieses Haus bauen und so lange dieses Spiel spielen, bis alles von alleine lief, bis sich die ganzen Leute Geld verdient haben und weiß ich nicht, genug Gemüse angebaut haben oder was auch immer. Und dann war es langweilig. Für viele andere geht es dann, ja, aber dann will ich ja Millionen verdienen und dann will ich ja noch ein größeres Haus und dann will ich ja noch irgendwas. Und die Scanner, die sagen sich, ich weiß, wie ich mit diesem Budget das geilste Haus erstellen kann, was ich für dieses Budget erstellen kann. Ich kann es noch verbessern und ich habe meine komischen Männchen da zum Laufen gebracht. Sie machen alles automatisch fertig. Ich brauche ein neues Haus. Genau. Sehr gut. Aber das bringt da, glaube ich, auch ein, ich sag's mal, Problem oder Hindernis mit auf den Plan, dass Menschen tun ja immer sich gerne vergleichen, wenn sie zum Beispiel sehen, Freund auf der linken Seite, die Freunde, die erreichen immer mehr und mehr und mehr und sind teils zufrieden, manche sind unzufrieden, aber die erreichen mehr und mehr und mehr. Vielleicht auch das, was man selber haben möchte. Nicht ganz identisch, aber ähnlich vielleicht. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die denen jetzt auch gut. Die konzentrieren sich auch auf eine Sache oder drei, sind aber ganz entspannt, machen das alles langsam und sind auch erfolgreich. Klar, gibt es noch das Feld der Unerfolgreichen, aber spielt dann nicht so viel die große Rolle. Denn ich glaube, wenn man als Hochsensibler und Scanner-Persönlichkeit Misserfolg hat, wie auch immer das man betiteln möchte oder beschreiben möchte, und dann sich vergleicht mit den anderen beiden Seiten, dann ist doch die Gefahr, glaube ich, ziemlich groß, dass es sehr frustriert ist auf Dauer. Ja, und die Gefahr ist auch sehr groß, da tatsächlich in so eine Art Depression schon tatsächlich zu verfallen. Weil der Vergleich natürlich da ist, natürlich. Das ist nicht, das kann man nicht abstreiten. Wir leben in einer Gesellschaft, wir vergleichen uns und wir streben immer nach mehr.
Der eine nach mehr davon, der andere nach mehr von irgendwas anderem, aber wir streben immer nach etwas mehr und wollen immer etwas mehr haben. Genau, also da ist die Gefahr natürlich, wenn man nicht weiß, zum einen, dass man hochsensibel ist, dass man eine Scannerpersönlichkeit ist und wie man mit diesen beiden Phänomenen am besten umgeht und sich gleichzeitig einfach dieses Verständnis und die Annahme selber gibt, zu sagen, es ist so und es ist okay und ich mache das Beste draus, weil jede, also andere Menschen sind dann halt eben, weiß ich nicht, die sind dann sehr in einem bestimmten Bereich, haben aber dann sehr viele soziale Probleme und die müssen dann damit zurechtkommen und die Nächsten kommen halt eben aus ärmlicheren Verhältnissen und müssen halt eben, weiß ich nicht, um das Studium abzuschließen, drei Nebenjobs haben und müssen damit klarkommen. Also jeder hat so sein Päckchen mitzutragen, egal in welche Richtung. Und wenn man einfach weiß, also wenn die Person weiß, okay, es ist so, was kann ich denn daraus machen? Denn so eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit ist nicht nur eine unfassbare gute Persönlichkeit im Unternehmen, um interne Strukturen zusammenzuhalten, zu erkennen, wann das Team gut zusammenarbeitet zum Beispiel. Gleichzeitig kann zum Beispiel so ein Scanner, wenn er genug Reize bekommt, ein unfassbares Wissen ansammeln. Da, diese Leute kannst du auch nicht ersetzen. Das sind diese Alleskönner. Die können da ein bisschen was, da ein bisschen was. Das bringen sie zusammen, machen was Neues draus. Eine sehr spannende Geschichte. Aber ja, in unserer konservativen Gesellschaft könnte das auf Probleme stoßen. Ja. Eventuell. Ja. Eventuell. Also, ich bin ja jetzt nicht irgendwie der Guru oder sowas. Das wissen, kriegen wir momentan auch alle mit. Dass sich auch die ganze Gesellschaft komplett ändert. Also dieser Umbruch zieht ja schon mehr Jahren irgendwie fort, in der Wirtschaft auch. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, die in Toronto leben und arbeiten, die als digitale Nomade unterwegs sind oder auf Bali leben. Und ich denke, das ist ja gerade noch so eine Mischform, alles was so passiert, Freelancer als digitale Nomade, was auch immer, dass auch das, glaube ich, ein Riesentool ist oder eine Möglichkeit ist, einfach mal wirklich loszulassen und sagen, hey, ich bin gestreut mit meiner Aufmerksamkeit, aber dennoch interessiert. Und man unterschätzt halt, es kommt sofort vor. Es gibt diese Starspieler oder Starter, die ja gleich anfangen zu spielen und die Bankspieler. Man vergisst aber den dritten, nämlich das Bindeglied dazwischen. Es gibt die Leute, die genau dazwischen sitzen und auch total zufrieden sind. Und diese Menschen gibt es ja auch im normalen Beruf. Ja, man denkt immer nur, ja, es gibt diesen harten Arbeiter und es gibt die, die keinen Bock haben. Nein, es gibt auch die, die dazwischen sind, die Bock haben oder vielleicht weniger Bock haben, aber trotzdem alles zusammenhalten, wie du eben schon auch gesagt hast. Wenn man jetzt die wirtschaftliche Lage betrachtet, glaube ich, ist es auch gut für solche Menschen, dann auch so zu arbeiten, oder nicht? Oder ist das völlig egal? Spielt das keine Rolle? Ich glaube, bei den hochsensiblen Menschen, vor allem bei den hochsensiblen Menschen, ist es wahnsinnig wichtig, einen Job zu haben, der in einem selber Sinn macht. Die Hochsensibilität bringt diese Tiefe mit sich. Und wenn ich etwas mache, nur des Geldes wegen, wird kein Hochsensibler damit zufrieden sein und glücklich sein. Es muss eine Sinnhaftigkeit dahinter sein. Und das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt jeder Arzt und Krankenschwester oder Krankenpfleger werden soll, weil da natürlich eine Sinnhaftigkeit dahinter ist, sondern diese Sinnhaftigkeit muss aus mir herauskommen. Also es muss für mich Sinn machen. Ich habe so viele Jobs bis dato gehabt und es haben ganz viele Menschen immer gesagt, ja, aber guck mal, das, was du machst, macht doch Sinn für andere. Aber für mich macht es keinen Sinn. Ich war im Bewerbermanagement tätig und natürlich habe ich Jobs vermittelt an andere. Das heißt, sie kamen aus der Arbeitslosigkeit raus oder vielleicht aus einem Angestelltenverhältnis, wo sie unglücklich drin waren. Aber für mich macht es keinen Sinn. Für mich hatte dieser Effekt, den ich damit hatte, einfach zu klein. Und da ist es halt so wichtig, dass der hochsensible Mensch für sich herausfindet, was ist wichtig, was ist mein Warum, warum tue ich Sachen, die ich tue. Genau. Und das ist jetzt gerade so total trendy, finde deinen Purpose, finde dein Warum, finde dein Gedöns. Es geht eigentlich nur um Werte. Welche Werte möchte ich leben? Welche Werte sind mir wichtig? Sind mir Werte wichtig wie
Reichtum? Sind mir Werte wichtig wie Familie? Möchte ich lieber eine Familie aufbauen oder für Familien da sein? Möchte ich lieber, sind meine Werte Ehrlichkeit? Dann ist schon mal so eine Sache wie Makler und Banken vielleicht nicht unbedingt mein Ding, weil ich da sehr viel verkaufen muss und vielleicht auch manche Sachen unterschlagen muss, um zu verkaufen. Ich muss mich mal ganz kurz mal hier. Ah, nee, es hält, es hält. Und ja, genau, also deswegen, also das Einzige, was hilft bei der Suche nach Arbeit, Beschäftigung, Berufung, ist es, seine eigenen Werte zu finden. Es gibt im Internet zahlreiche Listen mit Werten und die einfach alle komplett abgehen und gucken, okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Irgendwann mal also so 5 Stück davon raussuchen, die mir am wichtigsten sind, in eine Reihenfolge bringen. Und danach gucken, okay, ist das jetzt mein Job? Das, was ich jetzt in meinem Job mache, macht das jetzt mit meinen Werten? Stimmt das überein? Und erst dann findet man heraus, warum es wirklich nicht funktioniert in dem Job, vielleicht in dem man gerade ist. Oder warum es funktioniert in dem Job, in dem man gerade ist. Das stimmt. Mir kommt gerade was hoch, was gerade gut dazu passt, vielleicht als Headline, ist Klarheit ist Macht. Auch wenn viele Menschen den Ausdruck Macht nicht mögen oder der, ne, negativ behaftet ist bei den meisten Menschen durch die Medien. Aber man hat ja auch Macht über einen Körper, meist weniger über das Verhalten, aber über den Körper definitiv. Und ich glaube, das spielt keine Rolle, dass, oder ich fange es anders an. Wenn man sagt, Klarheit ist Macht, dann heißt das für die meisten, ja, tu nur eine Sache und dann ist es klar, wo du hingehst. Nein. Auch ja, aber nein. Sondern auch, dass du eben sagst, okay, ich mache jetzt 7 Sachen, aber ich brauche Klarheit dafür. Das heißt, wie du schon sagst, ich brauche meine 5 Werte oder wie auch immer die aussehen mögen, wie viele es sein können und brauche das, das, das. Also eine Struktur, ein Baustein, wie auch immer. Und dann können es auch 12 Sachen sein. Nur Klarheit ist Ja, halt. sehe ich genau. Ne? Und nochmal kurz zu den Scanner. Also ich persönlich bin eher für das Wort Klarheit, das macht es ein super, ja, aber es ist halt eben dieses negativ Belastete mit dem Wort Macht. Es ist auch ein sehr männliches Wort, was ja nicht schlimm ist. Soll ja nicht jetzt so klingen. Ein sehr geschätzter Kollege von mir, Christian Gärtner, sagt immer, Klarheit ist Power. Finde ich auch einen sehr schönen Slogan, weil im Endeffekt Power muss ja nicht nur körperlich sein, sondern halt Genau. auch geistig und auf der unternehmerischen Ebene. Genau, und was nochmal kurz zu den Scannern, wenn jemand das jetzt guckt und der gerade sagt, oh mein Gott, ich bin ein Scanner, don't panic, schreibt dir alles auf einem ganz simplen Blatt Papier, was du alles schon gerne ausprobieren möchtest. Weil, also es ist ganz oft so, wir haben, also die Scanner haben ganz oft dieses, oh, ich möchte noch das ausprobieren und noch das und noch das und noch das, oh mein Gott, und 1000 und dann noch eine neue Sprache lernen. Ich finde das nur super spannend, dann nochmal Latein mit dran zu hängen oder was auch immer. Und einfach eine Liste machen mit allem, was einem gerade dazu einfällt, auch wenn es total verrückt klingt, wie Bungee-Jumping-Seile knüpfen zum Beispiel, weiß ich nicht. Gibt es ja bestimmt auch Menschen, die das möchten. Und dann einfach zu gucken, okay, wie lange dauert das Ganze wirklich, weil in unserem Kopf ist es ganz oft viel länger, es ist viel anstrengender, viel größer, als es wirklich ist. Ich hab das Beispiel mal irgendwann mal genommen, weil das so bezeichnend für mich ist. Ich wollte immer Körbchen flechten lernen. Ja, ich weiß. Keine Ahnung warum. Ich habe irgendwann mal irgendwas gesehen, wo die Körbchen geflochten haben. Habe ich gesagt, oh, toll, will ich auch. Und habe aber das immer im Kopf gehabt. Ja, da muss ich diese ganzen Dinger da besorgen, die man dazu braucht und dann muss ich irgendwie 1000 Videos dazu gucken und habe mir das aber irgendwann mal auf dieser Liste geschrieben und habe festgestellt, Moment, die VHS, also die Volkshochschule, bietet einen 3-Stunden-Kurs an, da gehst du hin, kriegst Materialien, kriegst es erklärt, machst ein Körbchen fertig und es war eine 3-Stunden-Sache. Und ja, also das war so viel größer in meinem Kopf, als es in Wahrheit wirklich war und deswegen einfach mal so eine Liste machen und schauen, was sind das alles für Dinge? Und alles, was kürzer als ein Tag oder kürzer als einen halben Tag dauert, das kann man am nächsten Wochenende mal machen oder in 2, 3, 4 Wochen oder was auch immer. Und dann ist diese Scanner-Seite
beruhigt und sage, oh geil, Ja. neues Wissen, neuer Input, Ja, von die Spannung steigt dann ja auch, wenn man sagt, okay, nee, das mache ich nicht heute, das mache ich nächstes Wochenende. Dann ist es so, okay, durch die ganze Woche mit Feuer gehen. genau, und Vorfreude. Ja, Ja, man genau. sagt ja nicht, das Unrecht. Vorfreude ist die schönste Freude, weil man sich da richtig daran drin aufgehen kann, man träumt davon und man hat aber auch einen festen Termin, wo man sagen kann, aha, da mache ich das. Und dann ist aber auch dieser Strukturmensch in uns selber auch beruhigt und sagt, okay, alles gut, ich kriege das auch das geregelt, das ist auch schön. Und Ja. gleichzeitig dieser kreative Kopf sagt, ja, cool, endlich darf ich mal wieder. Sehr gut. Ich glaube auch, um sich selber zu beruhigen, wenn man so ein Scanner ist und sensibler Mensch oder hochsensibler Mensch ist, dass man sich selber auch sagt, alles kann, nichts muss. Dass man da ganz entspannt Richtig. rangeht. Genau. Und die meisten Menschen sind, glaube ich, einfach zu sehr verbissen heute. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es muss alles fertig werden, es muss alles jetzt sein, es Angst. muss alles schnell gehen und erfolgreich sein, vor allem weil Social Media sieht ja alles. Also völliger Blödsinn. Zum Beispiel jetzt ist das Wochenende, ich habe meine Jungs bei mir hier auch und die wissen auch, wie wichtig das zum Beispiel ist und bekommen jetzt nicht reingeschrien, was wäre auch okay, aber ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, Interview völlig versaut, weil die Kinder da drin waren. Das gehört dazu und das lernen halt Nein. viel mehr Menschen, immer mehr. Eben. Ne? Und Menschen sind, wie sie sind. Sind ja keine Massenware, wo sie produziert werden und so ist der. In gewissen Schubladendenken ist gut, aber nur zur Orientierung. Und alles andere darf einfach mal offen bleiben und spielerisch sein. Ne? Wie bist du zu deinem Ja, Job und gekommen? was ich halt immer sage, zu meinem Job, Ja. ich habe das nicht verstanden, kannst du es nochmal Ja, wiederholen? zu deinem Job. Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ja, also ja, das war zum einen war das so, dass ich ja damals die Hochsensibilität für mich gefunden habe und angefangen habe, Dinge für mich anzuwenden, an mir selber auszutesten, Menschen zu fragen, wenn ich hochsensiblen Menschen begegnet bin, die dann sofort auszuquetschen und zu sagen, okay, wie machst du das in der Situation XY? Und habe das dann natürlich alles miteinander verglichen, habe super viel Literatur gelesen, Studien gelesen, die es halt noch nicht so viele gibt, aber die, die es gibt, habe ich zu dem Zeitpunkt alle durchgeforstet, einfach um Infos zu haben. Und irgendwann mal war dieses Wissen da und ich dachte mir so, okay, jetzt kommst du mit diesen groben Situationen gut zurecht. Hätte jemand dir das mal in so einem Kurs mal erklärt, hättest du das, wäre es alles viel schneller gegangen. Ja, Und absolut. hätte das nicht 2 Jahre gedauert. Ja, eben. Klar, natürlich die Entwicklung. Ja, und so kam es dazu. Ja, sehr cool. Wenn du jetzt, du bist jetzt in dem Beruf schon ein bisschen länger drin. Wie gehst du heute mit, ich sage immer nicht Probleme, sondern ich sage immer Hindernisse. Wie gehst du mit Hindernissen um in deinem Alltag? In meinem Alltag atmen. Das ist immer gut. Ich sag das ja mal so. In Bezug auf unsere Hochsensibilität und allgemein auf das Leben bezogen, sind alle Hindernisse sind ja in uns selber. Also die Hindernisse sind ja nicht im Außen im Endeffekt, sondern sind nur in uns selber. Das heißt, wenn ich in einem Stau stehe, dann ist es zwar ein Hindernis, um nach vorne zu kommen, aber die Wut empfinde ich selber. Oder die Verzweiflung, dass ich zu spät losgekommen bin oder was auch immer. Und da einfach hinzuschauen. In dem Moment, wenn man wütend ist, wenn man traurig ist, wenn man überwältigt ist von negativen Gefühlen, wird es schwierig sein, da einfach mal so hinzugucken. Vor allem, wenn man noch nicht geschult ist in Persönlichkeitsentwicklung, wenn man noch nicht geschult ist in Meditation zum Beispiel oder im Annehmen, Achtsamkeit. Aber sobald man so ein bisschen dieses Gefühl abgeflaut ist, sobald man so ein bisschen runtergekommen ist, hingucken, nochmal durch das Gefühl durchgehen und irgendwann mal auch annehmen lernen. Vieles wird ja, sagt man ja auch, wird ja viel heißer gekocht, als es gegessen wird. Ganz oft hilft ja einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen über manche Dinge, über manche Hindernisse. ja, das ist so mein Vorgehen. Also ich versuche immer erstmal in mir mich zu beruhigen, weil im Endeffekt alles, was uns aufregt, Angst macht oder irgendein negatives Gefühl auslöst, ist etwas, wovor wir Angst haben, was wir aus der Vergangenheit mitgenommen haben, nicht verarbeitet haben, vielleicht sogar noch als wirklich Baby-Baby-Kind. Und da kommen dann Gefühle hoch, die sind
so alt wie man selber vielleicht teilweise. Und dann soll man irgendwie rational oder eine gute Entscheidung oder eine Bauchentscheidung treffen, das geht gar nicht. Das heißt, alles, was so sehr aufgebauscht ist, weiß ich. Aha, Spiegel, schau hin, schreib auf, meditiere darüber, sprich darüber mit anderen, aber immer nur mit ausgewählten Personen. Es nützt nichts, mit der nörgelnden Schwiegermutter darüber zu reden oder mit der nörgelnden Mutter darüber zu reden, die alles immer schlecht macht. Das macht keinen Sinn. Such dir ein Umfeld, was dich stützt, was vielleicht durch die gleichen Probleme oder Hindernisse durchgegangen ist. Ja, eine Ehrlichkeit zu sich selber, das ist halt auch wichtig, dass man schaut, welches Umfeld habe ich da überhaupt aktuell? Habe ich Leute, die genau dazu passen, wie ich es gerne hätte? Ja, also den Ist-Zustand einfach mal prüfen. Und einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Bin ich vielleicht selber so wie die Leute, die ich gar nicht in meinem Umkreis haben möchte? Also es ist ja oftmals der Fall, dass man irgendwie so ein paar Schoten im Charakter sitzen hat, die halt auch nicht gewünscht sind. Und das ist okay. Ich finde, als erstes immer erkennen und dann das annehmen. Dass man auch sagt, okay, wertfrei annehmen, wertfrei dann umwandeln, dass man nicht sagt, ich erwarte etwas, die Erwartungshaltung und dann Bewertung, sondern einfach schaut, okay, was ist denn jetzt? Zum Beispiel ist es jetzt 28 Grad, das ist blauer Himmel. Das ist Fakt. Das ist nicht irgendwie, was ich mir wünsche oder was nervt oder sowas, sondern ist es einfach da und fertig. Und man kann gewisse Sachen beeinflussen. Das jetzt nicht unbedingt. aber man kann Dinge beeinflussen. Man kann sagen, gut, ich gehe jetzt rein, weil ich den blauen Himmel nicht mehr sehen kann. Und dann ist gut. Aber man muss nicht bewerten. Was sehr schade wäre, weil der wunderschön ist. Ja, eben. Genau. wie viel Zeit wendest du für dich auf, für deine Themen? Egal, was es sein mag, ob es beruflich ist, privat ist, wie viel Zeit wendest du auf, um einfach für dich als Mensch voranzukommen? Das ist phasenweise. Ich glaube, dass wir Menschen gar nicht alle so funktionieren können wie Maschinen, wie das immer so ein bisschen propagiert wird, hasseln, 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 bla bla bla. Schon gar nicht als hochsensibler Mensch. Also der hochsensible Mensch braucht Ruhephasen und es ist einfach so. Und dagegen anzukämpfen innerlich, macht diese Erholungsphasen noch viel länger, weil man kämpft dann und dann sitzt man da und denkt, oh, wieso muss ich denn jetzt wieder erholen? Ja, wir alle anderen brauchen nur, weiß ich nicht, 7 Stunden Schlaf in der Nacht und ich brauche halt 9 und ich will aber um 6 Uhr aufstehen, aber ich will nicht um 9 Uhr schlafen gehen. Weißt du, diese ganzen Kämpfe in einem drin, phasenweise bin ich extrem tief drin und dann lasse ich wieder los, weil ich dann auf einmal merke, okay, das war jetzt genug, das muss ich jetzt erstmal wieder setzen. Denn nur Input und nur Wissen bringt dir nichts, denn diese Persönlichkeitsentwicklung, die findet nicht auf Seminaren statt, die findet nicht, wenn du die Bücher liest, sondern wenn du die anwendest im Alltag. Wenn du auf einmal in einer Situation bist, in der dich jemand so unfassbar triggert, der sagt dir irgendetwas und du bist so verletzt und du möchtest dir am liebsten, weiß ich nicht, Augen rausreißen, weil du denkst, oh mein Gott, wie konntest du denn nur sowas sagen? Und dann stehst du da und kochst und kochst und kochst und denkst, so, und das ist die Situation, in der du Persönlichkeitsentwicklung beweisen kannst. In der Situation, in der du dann siehst, aha, Moment, da ist jemand, der zeigt mir gerade, dass da eine Verletzung in mir drin ist. Wo kommt die denn her? Warte, atmen, atmen, atmen. Wo kommt das jetzt her? Wenn ich da jetzt gerade nicht dran komme, schreibe ich mir das tatsächlich auf. Manchmal bin ich zu wütend oder zu verletzt. Und dann schreibe ich mir das auf und denke mir so, okay, damit beschäftige ich mich nochmal. Und wenn das dann abgeflaut ist, beschäftige ich mich dann tatsächlich auch damit. Also ich setze mir dann halt dann aber auch eine Frist zu sagen, innerhalb der nächsten 72 Stunden tue ich das jetzt. Ich gucke es mir wenigstens mal an. Ja. Und meine Lieblingsfrage ist immer die Warum-Frage. Ich mache das ganz oft schriftlich, dass ich dann schreibe, XY hat das und das gesagt und ich bin so und so geworden. Also so wütend, traurig, verletzt, irgendwas. Und dann schreibe ich da drunter, warum? Und dann schreibe ich die Antwort da drauf. Und dann schreibe ich wieder, warum? Und dann hinterfrage ich diese Antwort. Und das mache ich so lange, teilweise bis zu 10, 15 Mal, weil manchmal wehrt sich unser Unterbewusstsein extremst gegen sowas. Und manchmal braucht es bis zu 10, 15 Anläufe, bis man dann auf einmal da sitzt und denkt, ach, deswegen. Okay. Also man kriegt irgendwann so ein Gefühl von aha, und es ist so,
so schön, weil auf einmal löst sich die ganze Situation auf. Auf einmal ist alles wieder so, ah, okay, dann damit können wir das jetzt können wir das abschließen. Sehr schön. Es gibt ja eine Frau, die heißt Byron Katie. Die kennst du Ja, wahrscheinlich die macht auch. the work, ja, genau. Ja, genau. Und da ist ja, glaube ich, eine Frage auch, oder eine, es gibt diese vier Fragen, und ich glaube, die eine ist, ist das wirklich deins? Und das finde ich sehr, sehr interessant. Richtig. Das meiste ist aufgesetzt, ob das von den Eltern ist oder für Medien, Freunde, was auch immer. Das meiste ist aufgesetzt. Und da erstmal ranzukommen, auch was du jetzt gerade beschrieben hast, da ranzukommen zu sagen, okay, nee, ich beschäftige mich dann mit, wenn ich abgekühlt bin. Ja, manche explodieren einfach und dann war es das schon. So, und aber immer mehr beschäftigen sich Ja, damit. aber ganz ehrlich, ich finde, es ist immer sehr spannend, weil das hört sich ja immer so schön an, wenn Leute dann erzählen, ja, dann setze ich mich hin und atme darüber und bla bla bla. Es ist nicht immer so. Und manchmal, wenn ich übermüdet bin, überreizt bin, ich weiß nicht, wie weit das man hier ansprechen kann, aber vom Zyklus her auch nochmal vielleicht irgendwie so einer schwierigeren Phase der Emotionen bin. Und dann kommt noch mein Freund nach Hause und lässt irgendwas liegen. Und dann sehe ich dann auf einmal auch rot, ja? Dann bin ich dann auch halt eben zickig. Gestern zum Beispiel war ich mega zickig. Und dann weiß ich aber auch, das liegt nicht an meinem Gegenüber, dass ich bin gerade sauer, ich bin gerade wütend und egal, was die Person jetzt sagt, ich bin einfach jetzt sauer. Und ob das jetzt bei mir jetzt hormonbelastet ist oder ob das müdigkeitsbelastet ist oder stressbelastet, weil zum Beispiel, wenn ich viel zu tun habe und Deadline nach Deadline nach Deadline habe, sitze ich da manchmal und weine vor Verzweiflung, weil ich so viele Emotionen in mir gespeichert habe, die dann einfach mal raus müssen und ein Ventil brauchen. Und bevor ich jemanden anschreie, weine ich lieber, weil die Person kann ja auch nichts dafür, dass ich jetzt halt gerade überfordert bin. Und ja, es gibt ja auch solche Phasen. Es ist ja nicht alles wunderschön und heile. Und auch wenn da Byron Katie kommt und die sagt, ja, ich werde nie sauer, glaube ich ihr das nicht. Und sie sagt das ja auch nicht. Also ich war ja bei ihnen im Vortrag von ihnen, die sagt auch, ich werde auch mal sauer. Also es ist sehr entlastend. Ja, das Zulassen ist wichtig, ne? Dass man auch wirklich sagt, okay, ich bin halt so. Nicht im Sinne von, ich bin halt so, deswegen bleibe ich so, sondern ich bin so, ich nehme mich so an, wie ich bin und entwickle oder fördere mich eben halt weiter für die Zukunft, für mich, nicht für jemand anderen. Richtig. Und darum geht es halt auch, dass Genau. man für sich das Ganze macht. Also man sollte nicht sich ein Ziel setzen mit falschen Zielen oder mit falschen Gründen dahinter. Also intrinsische Bewegungsgründe ist das Beste, was es gibt, weil das hält einfach wirklich lange an. Hängt natürlich davon ab, ob es zum Beispiel materielle Dinge sind oder nicht. Wenn man also sagt, okay, ich will 15 Millionen Dollar haben in 2 Jahren, pff, ja, mach, viel Spaß. Was kommt danach? So, also es muss ja einen Grund haben, warum man die haben möchte. Und da mal das Ganze beleuchten und auch Ja. nicht sagen, hey, Geld ist scheiße, sondern dass man sagt, okay, warum möchtest du es haben? Das gab es ja auch mal mit Tony Robbins. Da hat er ja auch einen ganz jungen Typen mal gefragt, was ist dein Ziel? Ja, 10 Millionen Dollar im Monat zu machen. So, dann meinte er, also da schon in der ersten Sekunde gemerkt, so, okay, alles klar, das ist völliger Blödsinn, aber weil er gerade erst angefangen hat, ne? So. Aber es ist ein Ziel, langfristig, gut, meinte er, ich mach's mal noch kürzer, die haben es dann durchgerechnet. Tony Robbins hat es ihnen komplett durch, was brauchst du? Wie viel kostet das? Bla bla bla. Und letztendlich sind sie auf eine Summe gekommen und dann hat er trotzdem alles, was er braucht, auf, ich glaube, 15.000 Dollar im Monat. Nicht 12 Millionen. So. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Die Leute sind halt wieder mal mit falschen Zielen von extern aufgesetzt, sind die unterwegs. Sind die mit falschen Programmen im Kopf oder im Herzen oder wie auch immer das man benennen möchte. Und das finde ich halt sehr schade. Es bringt auch nichts, wenn ein Gary Vaynerchuk oder Tony Robbins oder wer auch immer sagt, hey, you need your why, man. Ja, das Warum ist wichtig, aber es bringt dir wenig, wenn du dich selber nicht kennst. So, und deswegen Ja, wobei finde ich. das Warum natürlich mehr trägt, also hier Simon Sinek sagt ja, start with why. Es gibt auf YouTube ein sehr gutes Video von dem, da erklärt er anhand von Apple zum Beispiel, wie sie halt eben ihre Marke aufbauen. Also wenn man eine Marke aufbauen will und dann nur das
das Was anbietet, ist natürlich wenig, wenn ich dann sage, ich habe eine Katzentasse zu verkaufen. So, toll. Wird keiner kaufen, höchstwahrscheinlich, aber dadurch, dass zum Beispiel Apple sagt, okay, wir starten mit dem Warum, und erzählen halt, was hast du denn davon, dass du diese Tasse mit der Katze drauf hast? Wie fühlst du dich denn, wenn du aus dieser Tasse trinkst? Also, es ist nicht ganz verkehrt, das Warum zu wissen, aber diesen Druck, sich zu machen, dieses Warum zu finden, finde ich sehr kritisch gerade in der jetzigen Zeit. Also mir fällt das gerade im Moment so extrem auf Instagram auf. Zum Beispiel, ich bin ja eher auf Instagram als auf Facebook unterwegs und da kriege ich schon solche Backen, weil ich mir dann denke, so ja, schön, ja, macht doch allen noch falsche Versprechungen, dass sie innerhalb von einem Tag alles finden und kann gut sein, wenn alles vorgearbeitet ist, wenn ein Steinchen nur noch fehlt, dann passiert das ja auch. Aber bei vielen Menschen, die gerade erst anfangen und noch sehr jung sind, vor allem so diese 18 bis 22, gerade alle mega am Hasseln und hier eine Firma aufbauen und da Videos drehen und alle sehr cool und sich vor einem Lamborghini hinstellen und ey, meine Chicks und so. Ja, Kann man machen. da können wir jetzt drüber reden, oder nicht? Oh Mann, ja, falsche Ziele. Aber was ist falsch? Das ist deren Ding, können sie machen, sind Es sie gibt nicht frei. falsch. Genau, richtig. Genau. Ich habe gesehen, ich habe jetzt Sie gerade machen mal. ja im Endeffekt. Ja, nee, erzähl ruhig, bring das mal zu Ende. Es gibt Erzähl. ja, was ich halt sagen wollte, es gibt einfach Erfahrungen, die du im Leben machst. Und die brauchst du auch. Manchmal muss man echt auf die Nase fallen, um Sachen zu lernen. Manchmal muss man sehr viel von außen. Ich glaube persönlich an das Universum. Ich weiß, es ist sehr spirituell, bla bla. Aber manchmal merke ich, wie das Universum oder das Leben mir Sachen schickt, um zu lernen, um zu verstehen. Und ich suche in jeder Herausforderung, in jeder Sache, die gerade passiert, suche ich immer das Learning daraus. Was soll ich daraus lernen? Weil im Endeffekt, wenn wir das jetzt nicht lernen, kommt das ganz viel schwieriger nochmal zurück. Weil aus irgendeinem Grund passieren die Dinge. Und wenn wir dann die Herausforderung annehmen, es daraus lernen und es dann im weiteren Leben dann anwenden, ist es, gehen wir 1000 Schritte vorwärts, als wenn wir zwei Bücher und drei Seminare besuchen. Absolut, Ja. absolut. Das Also finde ich auch das Leben total. als Wegbegleiter zu sehen, ist extremst hilfreich. Und Ja. viele denken sich, ja, jetzt muss ich aber zu Tony Robbins für 5000 Dollar und die Unterkunft und Gedöns. Und ja, es ist sehr hilfreich und es bringt sehr viel energetisch, aber das Leben bringt dir so viel mehr. Das, egal, ob du Ja. selbstständig bist, ich bin hier in meinen vier Wänden ganz oft alleine und trotzdem schafft das Leben ganz oft Situationen, wo ich dann denke, so, hä, wo kommt das jetzt her? Was wäre denn, wenn ich in einem Büro mit 8 Menschen arbeiten würde? Ich würde ja, glaube ich, untergehen an Herausforderungen. Sehr gut. Ja, ich sage auch mal ganz gerne, das Leben zeigt dir permanent, was für dich ist, was nicht für dich ist. Und auf einmal, ob du es erkennst und was du daraus machst. Ich wollte kurz mal auf Genau. deinen Podcast zu sprechen kommen. Du hast ja einen Podcast, habe ich gesehen. Gerne. Ja, der nennt sich Habe ich? ja Skriptibel. Der nennt sich Skensibel, genau, von Scanner-Persönlichkeit und Sensibel, also hochsensibel. Und der richtet sich im Moment noch an beide Gruppen. Tatsächlich pausiert er gerade und wird relaunched in den nächsten Wochen. Okay. Aufgrund dessen, dass das liebe Leben mir Sachen in den letzten 4 Monaten sehr stark gezeigt hat, wo der Fokus gehen sollte, mein Fokus gehen sollte, habe ich jetzt tatsächlich meinen Relaunch extremst lang verschoben, aber es wird jetzt in den nächsten Wochen passieren, sodass halt das nur noch sich an hochsensible Menschen richten wird. Also Scanner-Persönlichkeiten sind ein sehr interessantes Feld für mich. Gleichzeitig ist das halt mit einer Podcast-Folge für mich persönlich abgehandelt. Und ich sehe diesen tieferen Sinn in mir drin, das Thema Hochsensibilität vorwärts zu schieben und zu treiben. Genau. Der Name wird aber bleiben, Skensibel. Ich liebe den Namen, der ist irgendwann mal so zugeflogen. Und aber es wird sich halt eher nur halt eben für Hochsensible an Hochsensible weiterrichten. Okay.
Ja, bin ich mal gespannt. Ist der auch später mal auf Spotify zu hören oder bleibt es bei iTunes? Der ist auch auf Spotify jetzt schon zu hören. Ach Ja. so, ist er schon. Der ist, Okay. ich hatte den letztes Jahr im Sommer gelauncht und habe ihn 2 Monate, glaube ich, gemacht. Unter einer anderen Ausrichtung. Ich hatte den also ich hatte eine Content-Folge pro Woche und dann zu der Content-Folge passend für jeden Tag eine Affirmation für den Tag. Also 6 kurze Folgen, eine lange. Und das war tatsächlich unfassbarer Zeitaufwand. Und gleichzeitig kam ich dann halt in so eine Mini-Sinnkrise tatsächlich, wo ich dann dachte, so, ja, Moment, es ist ja auch für die Scanner. Und ich habe jetzt für die Scanner eine Folge aufgenommen und jetzt reicht mir das eigentlich. Und dann war halt eben so der Gedanke, ja, lasse ich das jetzt alles so? Mache ich jetzt weiter? Mache ich nicht weiter? Und mein Bauchgefühl sagte mir, warte mal, lass es erst mal, bis sich das in dir selber drin klärt. Und es hat sich geklärt, aber manche Sachen dauern halt ein bisschen länger, bis sie wieder Gehört dazu. funktionieren. Ja, super. Also wissen wir ja schon mal, für wen das ist, das Ganze, was du Für tust, das Coaching. Hochsensible, genau. Genau. Für welche Situationen ist es denn richtig gut? Ich bin gut darin, Menschen zu zeigen, wo die wunden Punkte sind. Es ist gemein vielleicht manchmal. Nein, also ich bin der Meinung, dass wenn man Persönlichkeitsentwicklung betreibt, sage ich jetzt mal, wenn man in dieses Thema überhaupt erstmal schon reingestiegen ist, dann ist die Hochsensibilität nur noch so ein i-Tüpfelchen. Dann ist nicht das, oh, mein ganzes Leben dreht sich um die Hochsensibilität, sondern wenn Themen wie Mutterthema, Vaterthema, Verletzungen aus der Kindheit, wenn das alles aufgearbeitet ist, dann wird diese Hochsensibilität nicht mehr so eine Überlastung darstellen, sondern wirklich die Gabe, die sie wirklich auch ist. Denn wenn ich jetzt ständig in Konflikt mit mir bin, ständig in Konflikt mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit der Welt, mit der Ungerechtigkeit, mit der Gesellschaft, mit allem, dann ist alles, was noch dazu kommt, eine Überforderung. Dann ist das die Hochsensibilität genauso. Wenn ich aber Ja. Klarheit in mir schaffe, so wie du sagtest, Klarheit ist Macht, wenn ich Klarheit in mir habe, wenn ich mit mir in Ordnung bin und auch gleichzeitig mit anderen Menschen von mir aus bin, dann ist die Hochsensibilität das, was sie ist, eine Gabe. Sie kann so tiefe Beziehungen hervorrufen oder entstehen lassen. Und das ist genau das, was uns eigentlich fehlt. Wir sind ja immer noch, also jetzt immer mehr mit diesen Social Medias verbunden, wo wir dann halt null menschlichen Kontakt noch haben. Und teilweise, wenn man das in Kommentaren sieht, was für eine Gesellschaft daraus entsteht, wie durch Anonymität, wie Hass vertrieben wird und ach, das ist tatsächlich nicht die tollste Entwicklung, ehrlich gesagt, auch wenn Internet an sich eine super Entwicklung ist. Aber das zeigt natürlich auch nochmal die Schattenseiten der Gesellschaft. Genau, und dann bin ich für die Leute da, um an die Persönlichkeit zu arbeiten, damit die Hochsensibilität irgendwann mal für sie auch eine Gabe wird. Ja, sehr schön. Also vor allem wichtige Themen, die nicht so oft besprochen werden. Oberflächlich ja. Sieht man ja oft auch viele Headlines in diese Richtung, aber nicht wirklich tiefgreifend. Also klar, gibt es, die das machen, logisch, auf jeden Fall. Wie kann man, oder wie ist der erste Schritt, wenn man dich gesucht hat? Was passiert als erstes? Also nicht im Detail, aber. Ja, also ich arbeite eigentlich sehr gerne online. Ich möchte in der nächsten Zeit auf jeden Fall sowas wie kleine Gruppenseminare machen oder ein bisschen größere Gruppenseminare machen, aber das ist noch so eine Zukunftsmusik. Ich arbeite sehr gerne online, weil dann jeder in seinem gewohnten Bereich ist, in seiner gewohnten Umgebung. Und es gibt dann halt eine Art Vorgespräch, wo wir uns dann kennenlernen. Denn es kann ja auch sein, dass ich dich komplett irgendwie trigger. Ich sehe aus wie deine Mutter oder ich sehe aus wie deine Schwester, die du nicht richtig doll findest. Oder ich rede vielleicht irgendwie seltsam. Ich wurde einmal darauf angesprochen, da war eine Kundin, die sagte, ja, alles super, aber sie machen mir hier viel zu viele Niedlichkeitsformen hin, weil ich Beinchen gesagt habe oder so. Wo ich dann dachte, so gut, dann ist es so, dann passt es halt nicht. Also es muss halt auch passen auf der Genau. zwischenmenschlichen Ebene. Der Klient oder die Klientin muss mir vertrauen, zumindest ein bisschen. Und das schaffen wir durch das erste Gespräch.
dass wir uns ein bisschen kennenlernen und dann kann jeder von uns beiden entscheiden, ob das passt oder nicht. Denn manchmal passt es auch von meiner Seite nicht. Das muss ich dazu auch sagen. Denn manchmal sehe ich einfach, dass jemand noch nicht bereit ist, so tief einzusteigen, wie es sinnvoll wäre. Und ich halt die Erfahrung gemacht habe, wenn jemand so eine Sperre in sich hat, dann braucht es erstmal jemanden, der die Grundsatzsachen, also ich bin halt eher so diese wirklich, wir diven richtig deep in die ganzen Dinge. Und diese grundsätzlichen Dinge, die muss erst noch, das muss erst aufgebaut werden. Und genau, also ich bin halt für viel an sich tun. Sehr schön. Also tauchst du tief ein und berührst eben halt auch die wunden Punkte, wo man eben halt aufgeht. Ja, aber ich helfe natürlich auch dadurch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da so, ah, guck mal, hier hast du Aua, ich lasse dich jetzt alleine. Ja, das ist auch gefährlich, da hat man eine große Verantwortung. Ne? Richtig, richtig. Und wir gehen immer nur so weit, wie es halt gerade in dem Moment möglich ist, weil natürlich gibt es Blockaden, also bei wem gibt es die halt nicht? Also die müssen erstmal umgangen werden und die müssen gelöst werden und dann müssen wir uns Sachen anschauen. Genau, also ja. Sehr schön. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten entweder über meine Homepage, da gibt es ein Kontaktformular beziehungsweise auch eine E-Mail-Adresse. Das ist www.carina-goralczyk.de oder über Instagram. Da bin ich auch Carina Goralczyk in einem durchgeschrieben. Tatsächlich über Instagram sogar ein bisschen besser, weil da bin ich mehrmals täglich drin und reagiere eher auf die Nachrichten als mit meinem Postfach. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das kenne ich. Du hast auch gut reagiert. Als du dich angeschrieben hast. Ja, ist doch schön. Also kann man dich sehr gut erreichen. Du reagierst wahrscheinlich auch innerhalb von einem Tag oder sowas oder mehreren Stunden, gehe ich mal von aus. Ja. Zumindest ich versuche es wirklich so schnell wie möglich zu machen. Manchmal, also die letzten Wochen waren so ein bisschen creepy durch viele Reisen und viele familiäre Zwischenfälle mit Beerdigung, Gedöns und Co. Deswegen war es natürlich auch so, dass ich mich da komplett rausgenommen habe aus allem, weil ich ja einfach die Zeit brauchte, um zu verarbeiten für mich. Aber grundsätzlich bin ich fast täglich erreichbar, ja. Okay. Dann habe ich jetzt noch zwei Sachen. Wir kommen langsam zum Ende. Ja. Was kann man von dir in der Zukunft jetzt noch erwarten? Oh, gute Frage. Du stellst gerade die Frage, die mich jetzt seit Wochen beschäftigt, Patrick. Sagen wir mal so, ich weiß davon, dass man natürlich, ich bin ja selber noch im Social Media Management tätig, also ich habe noch ein zweites Standbein mit drin, weil ich da drin so ein bisschen dieses Thema Dienen auch sehe, also nicht nur für meine Kunden, sondern für andere, die für andere tätig sind. Genau, und da weiß ich natürlich, dass so viel wie möglich Social Media gemacht werden sollte und. Aber ich bin gerade so ein bisschen in einem Zwiespalt, wie es bei mir mit den Social Media Seiten weitergehen soll. Aufgrund dessen, dass ich dieses Unachtsame nicht begrüße, dass ich dieses sich ablenken nicht begrüße. Gleichzeitig weiß ich natürlich, es ist wichtig für die Reichweite und um weiteren Kundenstamm aufzubauen. Es ist so ein kleiner Mini-Zwiespalt gerade in mir. Was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, größere Seminare zu organisieren, wo sich viele hochsensible Menschen in einem Raum treffen, um sich zu connecten, um zu sehen, ich bin nicht alleine, um neue Freundschaften zu schließen. Ich habe auf Seminaren so viele neue Freunde kennengelernt oder Bekannte, mit denen ich immer noch in Kontakt bin, weil sie auf meiner Wellenlänge sind und die mich stützen und die verstehen, welchen Prozess ich gerade durchmache. Und das möchte ich halt für hochsensible Menschen genauso schaffen. Ob das jetzt in Form von einem Stammtisch oder von einem Tagesseminar oder von einem Treffen im Wald oder so sein wird, mal schauen. Aber auf jeden Fall ist einiges so in Planung, was sowas angeht, wo man so offline zusammen Zeit verbringt, um sich kennenzulernen, um Menschen kennenzulernen und diese Verbindungen herzustellen. Ja, sehr schön. Also ich höre raus, du bist naturverbunden.
Ja, total. Ich bin zwar nicht so der Waldmensch, aber ich bin der Seemensch. Deswegen bin ich ja extra nach Cuxhaven gezogen, um an der See zu leben. Sehr schön. Ja, da haben wir was gemeinsam. Ja. Sehr gut. Ja, für mich ist die See, wenn ich Wasser sehe, alles vergessen. Oh. Sehr schön. Ich habe ein kleines Spielchen vor mit dir. Das mache ich mit jedem am Ende. Das nennt sich First and Things Okay, ich First. trinke mal was, Ja. Und ich bringe dir einfach einzelne Wörter in den Kopf bin und du bereit. reagierst ganz spontan mit einzelnen Wörtern dagegen oder dazu. Ja? Okay. So 10, maximal 15 einzelne Wörter und dann einfach mal raushauen. So. Fangen wir mal Okay. an. Liebe. Herz. Loyalität. Menschlichkeit. Schmerz. Okay, das Erste, was mir einfällt, ist Aua, aber okay, das ist bestimmt dann nicht gemeint. Nein, Schmerz ist Wachstum. Hingabe. Hingabe ist Seelenverbundenheit. Selbstständigkeit. Freiheit. Für mich. Ja. Freude am Leben. Mehr. Da ist immer Freude am Leben. Finanzielle Freiheit. Wichtig und erreichbar. Familie. Familie ist zu Hause. Sicherheiten. Sicherheit ist wichtig. Dick in Anführungsstrichen. Manchmal ist Risiko auch gut. Das Sehr waren mehrere Wörter, das tut mir leid. gut. Alles gut. Ja, nehmen wir mal das andere. Risiko. Risiko ist Spannung pur. Sehr gut. Erfolg im Geschäft. Erfolg im Geschäft. Für jeden anders und für mich mit Sensibilität verbunden. Erstes Gefühl, wenn du dein größtes Ziel erreicht hast. Mein größtes Ziel, okay. Erstes Gefühl ist, puh, jetzt geht's aber weiter. Ja. Ja. Letzte Klienten oder Kunden. Klienten oder Kunden? Jeder individuell und auf jeden muss man ihn, also muss ich bis, oder will ich individuell eingehen. Also Individualität. Ja, okay, ein hau ich noch raus. Ein hau ich noch raus. Oh, Gefühle. jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Gefühl? Gefühle. Emotionen. Gefühle? Das Schönste und das Anstrengendste im Leben. Sehr gut. Ja, sehr schön. Ja, danke dir dafür, dass du so spontan auch geantwortet hast und dabei warst. Hat Spaß gemacht. Wir werden definitiv Mir noch in auch, Kontakt danke schön. bleiben. Auf jeden Fall, weil ich habe da, glaube ich, noch mal ein paar Fragen, werde ich gleich noch danach raushauen. Ich hoffe, dass
viele etwas mitnehmen können. Das waren bis jetzt nicht so viele online, wie ich gesehen habe. Aber oftmals kommen die hinterher, wenn wir dann sehen, wie viele das sind. Und ja, bei dem Wetter, die sind alle draußen. Mein Freund ist gerade kiten. Ja, sehr gut. Dann gleich ab hinterher. Sehr gut. Wenn du magst, können wir, wenn jemand reagiert, einfach auch interagieren und darauf eingehen, wenn jemand was fragt oder Herausforderungen, kommentieren wir das ganz gerne. Und dann schauen wir mal, was wir für die Leute so machen können. Und danke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, für den ganzen Output und Input, den du gegeben hast. Superschön, Dankeschön. Und was auch immer du jetzt vorhast, heute Tage, dir viel Erfolg dabei und liebe Grüße an deinen Freund. Ja? Ich ausrichten und ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut und das Gespräch war wirklich wundervoll, sehr einfühlsam, sehr empathisch und ich kann mich nur vom Herzen dafür bedanken. Danke dir. Immer gerne, immer gerne. Danke dir auch und dann hören wir uns in den nächsten Minuten auf jeden Fall und allen anderen wünsche ich einen schönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens in 2 Wochen wieder und ich sage bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.